Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ich bin Mr. Katafie, euer Weltraumkaninchen. Und unser Weltraumkaninchen wird jetzt hier eine neue Kolonie aufbauen. Das wird kläglich scheitern, wir werden jammern und weinen und ganz, ganz schrecklich hier zugrunde gehen. Nein, wir haben natürlich noch unsere Kolonie oben, das ist also kein Problem in der Hinsicht. Aber wir wollen doch mal gucken, dass wir hier vielleicht eine, ich möchte nicht sagen eine Ersatzkolonie, aber eine Ersatzkolonie aufbauen. Und dann wird das schon was werden. Gucken wir mal. Also, wir planen hier etwas Permanentes. Wir benötigen dann aber natürlich neben dem Beton auch noch Polymer und Maschinenteile. Die müssen wir uns dann gleich noch holen. Und dann bauen wir hier unten nach und nach den ganzen Kram auf. Das einzige Problem, was wir bekommen könnten, oder das einzige ist es nicht, also eins der Probleme, die wir bekommen könnten, wäre, dass wir irgendwann hier oben mehr Ressourcen verbrauchen, als wir produzieren. Das hoffe ich mal, dass das nicht passiert. Naja, Gott. Und du, mein Freund, geh mal mit an das Stromnetz. Und du holst jetzt Maschinenteile und Polymer. Und sowas. Ja. Du schnappst dir jetzt 5 hiervon, 5 davon, 5 davon. Und dann noch. Ne, vielleicht brauchen wir. Ist egal. So. Schnapp dir das mal. Denn ich habe mir überlegt, dass das hier unten wirklich. Es läuft ja an sich. Wir haben das jetzt. Die Forschung haben wir jetzt hier hochgedrückt durch die Priorisierung und wir haben mit der Mars-Universität, werden die nach und nach alle ausgebildet, sodass die irgendwie sich hoffentlich nach und nach hier sinnvoll verteilen und nicht mehr dann Arbeiten nachgehen, die sie nicht machen sollen. Warum haben wir hier keine Maschinenteile mehr drin? Na, ist auch egal. Dann fahren wir halt mit 3,5. Ist halt so. Es geht hier rüber. Das laden wir hier drüben aus. Alles. Und dann bauen wir hier unten. Ja, ja, jetzt geht's nämlich los. Ich muss nämlich gucken, dass ich den Wasserextraktor hier oben aufbaue. Und ich brauche einen Wasserextraktor. Ich brauche einen richtigen Wasserextraktor. Ich kann ja nicht mit einem Moxie arbeiten oder irgendwie sowas. Kann ich den hier zwischenbauen, sodass der beide abgreift? Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich richtig gut. Und dann bauen wir Rohr. Was willst du? Okay. Warte mal. Ich weiß nicht, zählt der da jetzt noch mit rein? Ich weiß es nicht. Naja. Rohrleitungen. Wir können ja nicht hier drüber bauen, ne? Nee, das geht nicht. Uneben ist hier rein. Blockiert Objekte. Wir müssen dort hinunter irgendwie. So, wir bauen erstmal nur bis nach da. Und jetzt können wir unseren ferngesteuerten Rover, der kann ja jetzt mal hier hinfahren und das Stück für Stück bauen. Oh! Staubabstoßung, sehr gut, das ist fantastisch.
denn durch die Staubabstoßung werden unsere Solarkollektoren jetzt seltener gereinigt werden müssen. Och ja, bitte, definitiv. Hallo, scheiß auf den ganzen anderen Kack. Nein, nein, nein und das auch nicht. Jetzt erst. Das, das, das. Oh, das ist so wichtig. Oh, ist das wichtig. Strom brauchen wir auch. Das ist das Problem, dass das halt so weit weg ist hier. Bei Kabel ist es ja kein Problem. Die verbrauchen ja keine Ressourcen und können noch nicht kaputt gehen. Das heißt, da machen wir keine Verluste in irgendwelchen Richtungen. Wenn ich jetzt hier die ganzen Kabel langlege. Und ich könnte natürlich jetzt hier oben auch einen Drohnenhub hinbauen, der das hier oben stabilisiert und erhält. Was wir jetzt aber brauchen, ist mal hier noch einen Wasserturm. Warte mal. Halt, stopp. Wir fahren hier gleich mal weiter. Dass ihr hier Stück für Stück den Kram aufbaut. Jetzt kann man nämlich gucken, ob der Wasserturm... Okay, liegt noch drin. Okay. Krass, wie weit das Teil reicht. Ach, gerade so. Meine Güte, das war aber mir jetzt knapp. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Moxie. So weit entfernt. Okay. Und ein Sauerstofftank. So. Hier unten haben wir jetzt natürlich zu wenig Strömchen. Das ist nicht so das Problem. Wir erhöhen diese Produktion. Und da wir genügend Beton haben, machen wir mal ganz kurz das aus. Dieser Transporter fährt mal zurück. Der muss jetzt hin und her fahren und uns mal Ressourcen holen. Damit wir das hier vernünftig aufbauen können. Vielleicht sollten wir hier erstmal, damit wir die Metallversorgung sichergestellt haben, so ein Lager hinbauen. So, du hast schon weiter gebaut. Sehr schön, dann fährst du jetzt nach da. Und jetzt, das brauchen wir noch hier oben. Wir bräuchten vielleicht noch eine Treibstoffraffinerie, damit wir... Wobei, Treibstoff können wir hin und her bringen. Treibstoff können wir von da drüben transportieren. Pass auf, das ist, es geht. Wir bauen mal... Wie viel passt hier von jeweils rein? 30, ne? Das ist natürlich unsinnig. 30 bringt gar nichts. So. Aber ich brauche hier weitere Stromproduktion definitiv. Das bedeutet, ein weiteres hiervon und ein weiteres davon. So. Wieso baut hier nicht? Polymer ist das. Ah. Okay. Sector scan. Problem, natürlich. Ein kleines Problem. Ah, da unten kommen wir natürlich nicht hin. Noch nicht. Wir machen uns aber auf, das zu erkunden. Warte mal, wo ist unser Transporter? Du, mein Freund, schnappst dir jetzt. Warte mal, hier sind, wenn ich das richtig sehe, das ist Polymer. Wo sind denn die ganzen Maschinenteile? Hier. Okay. Okay, pass auf. Wir sind mal gerade ganz schön dreist. Wir sind mal dreist. Ich schnappe mir mal gerade ganz kurz diese Ressourcen, die hier drinnen liegen. Auch wenn er dann gleich die Mangelsituation ein bisschen erzeugt. Aber wir brauchen das mal ganz kurz hier. Meteor incoming. Pipe leak reported. Wo war das mit. Wo war der Meteor? Wo war das. Wo ist das hier? Scheibenkleister. Naja, whatever. Wo war unser Transporter?
Du, mein Freund, fährst hier hin und lädst das da ab. Alles bitte. Dankeschön. Der baut. Wie kann ich denn jetzt hier wieder das reparieren? Das wäre sehr schön. Wie geht denn das? Wie kann ich denn das machen? Wenn ich den hier hinschicke, ne? Dann muss man mal gucken, was brauchen wir hier oben für jetzt? Beton und Maschinenteile, okay. Okay, du lädst noch ab. Dann schnapp dir mal bitte Beton und Maschinenteile. Damit fährst du hoch und baust mal bitte das dort auf. Also hilft das mit aufzubauen. Und hier muss man... Dauert das lange mit dem Reparieren? Sektor scanned. Na gut, war auch ein Meteoriteneinschlag, ne? Das ist, glaube ich, so das einzige Problem, was wir hiermit erzeugen könnten, dass wenn wir nämlich uns zu sehr darauf aufbauen, dass wir dann plötzlich keine Produktion von Wasser mehr haben, wenn das plötzlich zerschossen wird oder so. Wer weiß. Sehr gut, die schnappen sich das direkt von seinem Rücken. Das ist ja fantastisch. Resources are low. Würden die das auch automatisch dorthin bringen? Pass mal auf, komm mal hierher. Du hast doch noch Platz, oder? Ja, würdet ihr die Polymere einsammeln? Wieso brauchen wir hier Drohnen? Ach, Kacke, okay. Das heißt, wir brauchen hier einen Drohnenhub. Na gut, dann bauen wir hier einen Drohnenhub hin. Ja und? Ist das halt zu weit entfernt? Ist doch jetzt auch kein... Ach so, ja. Bip. Und du sammelst das hier ein. Ist dann halt blöd, dass wir hier nichts... verwenden können, dass wir da oben halt einfach das hinbauen müssen, aber dann ist das halt so. Ja, dann steht das auch, dann ist das ganz okay. So, du kommst zurück, du hast deine Aufgabe erfüllt und du hast jetzt gleich das Polymer hiervon eingesammelt. Die brauchen Elektronikteile. Da muss man ab und an mal Elektronikteile hinbringen. Aber erstmal bringst du das nach da. Alles. So, wenn wir das haben, haben wir jetzt... Brauchen wir hier noch ein Betonlager? Und ein... Mülllager! Als nächstes... Was brauchen wir jetzt? Das bauen wir jetzt. Jetzt haben wir haben Wasser, wir haben Strom, wir haben... Wir erhöhen mal ganz kurz die Produktion von Sauerstoff. Wasser passt. Und hier erhöhen wir auch mal ganz kurz die Stromproduktion. Denn die reparieren sich von alleine. Okay. Ihr kommt mal wieder rein. Wir wissen nämlich noch nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehend. Macht nichts. Also, als nächstes... kommt... Pipe leak reported. Wo? Da hinten ist... Oh, das ist ein Wirbelsturm. Kacke. Der zerlegt mir gerade unsere... der hat uns aber ein bisschen was zerlegt. Wie sieht's denn hier drin aus? Ich bin ja schon länger nicht mehr hier gewesen. Wie ist es? Okay, wir brauchen immer noch genügend Ingenieure. Wir haben... mit der Moral ist es nicht ganz so schön, aber... Ich weiß noch nicht, warum eigentlich... Ich weiß nicht, warum es hier so ein Problem mit dem Moral ist. Ressourcenmäßig... Wir haben zu wenig Strom. Warum haben wir zu wenig Strom?
Können wir ganz leicht Abhilfe schaffen. Wir bauen hier die... Kann ich das auf alle auswerten? Ja. So. Dann bauen wir das nämlich überall. Verbraucht jetzt erstmal ordentlich viel Polymer, aber das dürfte unsere Stromproduktion ordentlich hochdrücken. Sehr gut. Die haben wir ja auch noch, die die ganze Zeit geschlossen sind. Eigentlich könnte ich die auch offen lassen, dann produzieren wir noch mehr Strom. Aber Strom haben wir jetzt gerade nicht so das Problem. Ich mach mal eine Arbeitsschicht auf. Das heißt, wir brauchen dann zwar Offiziere, aber ich glaube, das wird nicht... Garantiert wird es nötig sein, dass wir eine Sicherheitsstation haben, weil es wird irgendwann Katastrophen geben und Kriminelle, und deswegen möchte ich lieber sicher vorsorgen. Okay. Wir haben Wasser, wir haben Strom. 3. Das bedeutet... Brauchen wir vielleicht lieber noch einen Mox? Warte mal, wie viel brauchen... Also, der produziert jetzt hier 3 Sauerstoff pro Stunde. Diese Kuppel benötigt 2. Wir haben nicht genügend Strom. Ah, das macht nichts. Das Problem lösen wir schon noch. So. Das Problem Strom wird gleich gelöst. Keine Sorge. Wir bauen nämlich jetzt hier ein weiteres Windrad hin. Hier einen Solarkollektor. Noch ein Windrad. Und noch ein hiervon. Dann auch noch einen weiteren Akku. Und natürlich nicht zu vergessen einen weiteren Sauerstofftank, einfach damit wir mehr Backup haben. Und einen weiteren Wasserturm, damit wir mehr Backup haben. Und dann geht es nach hier runter. So. Dann, wo haben wir noch Metall? Das war schnell. Da haben wir noch mal Metall. Ich würde das Metall gerne irgendwie automatisch aufsammeln lassen. Und hier brauchen wir Oh, hier brauchen wir definitiv solche Maschinenteile. Research complete. Oh, Fabrikverstärkung. Jawohl. Jawohl, Fabrikverstärkung. Definitiv. Zwar kosten die Stromkosten nehmen wir auf uns. Was haben wir denn hier? Tiefenscan. Die Sektoren können jetzt nach Tiefenvorkommen gescannt werden. Das Abbauen dieser Vorkommen setzt zusätzliche Technologien voraus. Okay. Ist ganz nett und so, können wir aber uns... bringt uns ja momentan eh noch nichts. Wo ist unser Transporter? Du lädst gerade Metall ein. Ach, Kacke. Das ist gerade das, was ich nicht benötige. Wo denn? Keine Ahnung, wo. Ja, hier fehlt natürlich Polymer. Beton und Metall. Aber gut, das ist nicht so das Problem. Pass auf, geh du mal mit auf, dann geht das schneller. Und du nimmst dir mal 5 elektronische Geräte. Und 5 Beton. Und 5 Metall. Und du schaffst das mal nach hier oben. Und dann müssen wir Polymere dort unten hinbringen. Hier fehlt Metall, aber die bringen natürlich gerade alles, was wir... Die bauen natürlich gerade das hier auf. Das kostet gerade am meisten Ressourcen.
Ach, wir haben keinen Beton. Ja, das ist natürlich ein Ding. Du, mein Freund, wir brauchen... Ich habe vergessen, was wir brauchen. Wir brauchen irgendwas. Wir brauchen da drüben irgendwas. Polymere brauchen wir. Oh ja, Polymere brauchen wir definitiv. Maschinenteller haben wir. Polymere. Was haben wir denn hier noch? Wir haben... noch ein bisschen Metall und ein bisschen Polymere. Okay. Oh mein Gott, jetzt geht der Meteoritensturm los. Wo denn... Ein Tag? Willst du mich verarschen? Wo? Da unten. Ach, das ist mir völlig Jacke. Oh, Schwein gehabt. Ich meine, das ist ganz schön, ist, dass jetzt hier natürlich ordentlich Ressourcen erzeugt werden, hoffe ich mal. Dadurch. So, unser Transporter ist ja schon da. Ja, wir brauchen Polymere. Ah, 9 ist... Ach, kann man keine Polymere machen? Research complete. Oh, angepasste Sonden. Sehr schön. Ja, dankeschön. Angepasste Sonden. Jetzt können wir nämlich auch Tiefenscans mit Sonden absolvieren und haben damit freigeschaltet den Meteoritenverteidigungslasern. Jetzt frage ich mich allerdings, Meteoriten bringen ja Ressourcen auch auf die Oberfläche. Aber natürlich ist das so ein Ding, du möchtest das lieber nicht... Also lieber abschießen und weniger Ressourcen, als dass es dir die Anlage zerschießt damit. Aber das ist schon ganz angebracht. Wir haben kein Polymer mehr, wenn ich das richtig sehe. Wieso nicht? Naja. Aber wir wollten die wir müssen die Fabrik-Upgrades noch bauen, fällt mir gerade ein auf zu. Schnabili-bup. Hier mal herfahren. Fabrik-Upgrades! Wir haben ja genügend Strömchen. Wenn ich mir dieses Stromnetz angucke, wir haben eine stündliche Produktion... Was? irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas nicht koscher ist. Wieso produzieren wir so wenig Strom? Ich habe doch alles abgegradet. Wir brauchen mehr Strom. Das heißt, wir müssen einen weiteren... Bauen wir hier noch eine weitere Reihe auf. Warum baue ich eigentlich Sonnenkraftwerke? Die bringen nur 5, aber die kosten auch nur Metall. Vermutlich deswegen. Ich habe keine Ahnung. Es wird schon Grund haben, warum ich das mache. Und da wir keine... So. Damit dürften wir jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Strom produzieren. Und wir gehen jetzt hier hin und bauen das und das. So, kostet zwar richtig viel Polymer. Apropos Polymer. Wo? Unten, Kacke. Ah, da wo die Explosionen waren. Du sollst das abladen. Nein, du sollst es abladen, nicht alles aufnehmen, du Wurst. Du bist eine Nase, hast du alles weggesammelt. Okay, reiß das nochmal ab. Wir bauen erstmal den Rest fertig und dann können wir das aufbauen. Sektor scanned. Oh Gott, 37.000 Wasser. Meine Fresse. Hä? Hab ich das so gemacht? Scheinbar. Jetzt ist der Rest gebaut. Jetzt können wir das machen. Okay. So, Polymer. Anomaly found. Wo? Auch da unten. Meine Fresse, wir müssen nach da unten irgendwie kommen. Alter, guck dir das hier an. Was ein Wasserkrater. Geil. Apropos Wasserproduktion. Ja. Ja. Wasserextraktor.
Wir brauchen eine weitere Drohne, einen weiteren Drohnenhub. Okay. Okay. Aber, wenn ich das richtig gesehen habe, ist nichts davon fertig. Geil. Ja, wir produzieren 2 pro Tag. Und verbrauchen, glaube ich, ein bisschen mehr als 2, ne? Ja, oh Gott. Hä, wieso produzieren wir 6? Research complete. Drohnenschwarm! Und hiermit ist freigeschaltet, die Batteriekapazität von Drohnen wird erhöht. Och, na gut, nimmt man mit, ne? Nimmt man gerne mit. Wie sieht's hier aus? Wie hat sich's hier so ergeben? Wir brauchen ein Medizin. Wir brauchen im Endeffekt alles. Aber das Schöne ist ja, dass sich das jetzt sozusagen hier alles nach und nach selbst erhält. Ja, die produzieren sich ja die nötigen Ressourcen zurecht. Alter, guck dir das mal an. Der produziert 60! Und der ist gerade bei der Hälfte. Alter, Essen haben wir mehr als genug auf dieser Seite. Essen ist kein Problem. Das ist upgraded, sehr gut. Das heißt, wir produzieren mehr Elektronik. Das ist noch nicht upgraded. Hier auch noch nicht. Aber das dürfte hoffentlich bald der Fall sein. Da kommt das Polymer. Von 2,3 auf 2,3? Man ist irgendwie nicht 25%. Das auch gleich selbst einbauen können, aber naja. So, da ist das letzte Polymer von 2 auf. Müssten jetzt hier 2,5 sein. Oder auch nicht, weil du es irgendwo anders hinbringst. Naja. Neuer Versuch. Drohne, bitte herkommen. Sehr gut. 2,9. Und es ist kaputt. Mach kaum noch Maschinenteile. Ja, wir haben natürlich da drüben gerade ganz, ganz viel Bedarf. Ich überlege. Nee. Wir machen mal lieber so. Dann haben wir 2 Schichten, dann verteilen die sich schon ein bisschen mehr. Offiziere? Achso, wir müssen es vielleicht nochmal einschalten. Und es ist natürlich kaputt. War ja klar. Apropos Beton, wie sieht es denn hier aus? Betonmäßig passt auch noch. Und hier? Naja, es fehlt halt Beton und Polymer, was? Dust storm approaching. Natürlich. Alle zusammen. Du sammelst Metall. Ach, blöd. Wie machen wir das jetzt? Wir brauchen 12 Polymer. Das Beton sammelt sich mit der Zeit. Das ist kein Ding. Aber das Polymer ist halt so ein Problemchen. Wir könnten natürlich das 900 Geld investieren und noch eine Rakete holen. Und dann holen wir uns Polymer. Wir holen uns einen weiteren Drohnenhub. Brauchen wir eh. Wir brauchen eh einen Drohnenhub. Und zwar, also wir... Dann können wir auch wieder Edelmetalle wegschicken. Also wir benötigen einen Drohnenhub. Und ich überlege, ob ich auch einfach mal noch eine Treibstoffraffinerie dort unten hinbaue, dass die ein bisschen unabhängiger da unten wird. Dann haben wir zwar kaum noch Geld, aber das passt schon. Polymerfabriken kann ich selbst bauen und den Kram ist noch weit entfernt. Dann benötige ich Polymere. Gott, machen wir das. So. Dann können wir hier... Transportoptimierung. Ja, das ist sehr gut, wo wir den eh gerade so viel nutzen. Als Transport hin und her. Und jetzt mit der Forschung geht es natürlich ruckzuck, weil wir natürlich auch die billigen Sachen erforschen. Aber die müssen wir eh erforschen.
um hier in unserem Ziel voranzukommen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade stehen in der Hinsicht. Kann man das irgendwo sehen? Nein. Ich glaube nicht. Gott, du baust jetzt natürlich richtig schön schnell ab. Naja, geht so, ne? Wir könnten... Warte mal, wenn ich hier einen Sensorturm hinbaue, macht das Sinn? Das macht vielleicht sogar Sinn, wenn ich hier auch nochmal einen Sensorturm hinsetze, ne? Irgendwo dahin. Sektor scanned. So. Ah! Edelmetall. Aha. Hier unten lohnt sich also auf jeden Fall eine Basis den auch noch hinzusetzen. Wenn wir hier schon eine hinbauen, dann bauen wir hier auch eine hin. Und hier ist ja jetzt auch genug Material, so ist es ja nicht. Gott! Die zweite Basis ist in Arbeit. Ist in der Hinsicht auch ganz gut, wenn uns nämlich irgendwann doch mal die andere um die Ohren fliegen sollte, haben wir hier nochmal eine Ersatzkolonie. Klingt zwar böse für die 50, 60 Leute, die da in der anderen Kolonie sitzen, aber hey, man muss Prioritäten setzen. Das Überleben dieses Planeten, also dieser Kolonie, ist wichtiger als alles andere. Denn die Menschheit muss halt einfach ein Zwei-Planeten-Lebewesen werden, damit sie uns Kaninchen auch mit hier hochbringen kann und sicherstellt, dass wir überleben. Aber das war's für heute. Wir haben viel erreicht. Ein zweites, fast autarkes System. Jedenfalls halbwegs autark. Und hier drüben haben wir auch die Produktion von allen Sachen erhöht. Wir produzieren mehr Polymer, mehr Elektronik und mehr Maschinenteile. Wir haben Sicherheitskräfte, die hier arbeiten. Zwar noch keine richtigen Sicherheitskräfte, aber immerhin schon mal irgendwas. Wissenschaftsmäßig ist hier ein bisschen mau. Da arbeiten gerade vorrangig andere Leute, weil irgendwie die Wissenschaftler nicht so weit vorne stehen in der Rangfolge. Wir müssen noch mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen aufpassen, dass uns hier nicht die ein arbeitsloser Kolonist? Es gibt genügend Arbeit hier, da. Dass wir die freien Wohnplätze immer noch mit in Aussicht haben. Weil wir haben hier 45 freie Arbeitsplätze. Das heißt noch 45 Leute, die da sortiert werden. Und da müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Essen steht echt ohne Probleme. Alter, der produziert 80 Essen bei Kartoffeln. Ich weiß schon nicht mehr, wohin mit dem Essen. Aber das ist auch ganz gut. Backup. Und außerdem können wir dann da drüben besser im Fall der Fälle die Versorgung mit Essen erstmal sicherstellen. Wir produzieren zu wenig Strom. Ach du Scheiße, ich habe vergessen, dass ein Staubsturm ist und ich habe den offen. Naja, jetzt ist auch egal. Jetzt können wir es auch offen lassen. Jetzt reißt es auch nichts mehr raus. Gut, ich würde sagen, das war's. Oh, guck mal, unsere Rakete ist da. Wo baue ich das hin? Eigentlich könnte ich das gleich nach hier drüben hinbauen, ne? Weil hier brauchen wir das Polymer. Hier drüben produzieren. Aber hier produzieren wir doch, wir produzieren dann auch gleich Treibstoff. Ja, das machen wir und dann der Drohnenhub muss dann irgendwie noch darüber gebracht werden. Guck ich mal, wie ich das hinkriege. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Weltraumkaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!